Alle 3 Liter Euro 6 Diesel, die wir in den letzten 3 Monaten hatten, haben exakt dieses Problem gehabt. Ja, du, habe ich schon mal gehört, da gibt es die Firma, die Firma, die Firma, baue ich aus, lassen reinigen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video hier aus der Motormafia nach langer Abstinenz. Ich denke, es sind jetzt gut 6-7 Wochen vergangen und ab heute geht das wieder los. Wir holen euch erstmal rein. Wir haben ganz viele spannende Patienten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle. Wer jetzt denkt, dass wir die A6-Mafia sind, der hat scheinbar recht. So, komm, wir fangen hier vorne an. Erstmal ganz kurz euch einen kleinen Überblick wieder verschaffen. Wie sieht's aus? Was ist hier los? Philipp, was ist es für ein Motor? Golf 8 GTI. Ja, also hier haben wir einen Motor aus Italien bekommen. Der wird es für euch ein extra Video geben, den werden wir zerlegen. Hintergrund ist hier, können wir vielleicht ein Bild einblenden. Motor hat starke Rauchentwicklung und nur noch 9 Bar Kompression auf Zylinder 1, 2, 3. Zylinder 4 hat noch volle Kompression. Wir wissen, es gibt einen Turboladerschaden an dem Motor. Ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass hier unten auch im Druckrohr selber so ein, naja, so ein wenig Öl, warte mal, ich mach das hier mal weg. So ein wenig Öl steht. Meine aktuelle Vermutung ist, dass wir hier bei diesem Motor Hydroschlag haben. Wird es aber ein gesondertes Video geben. A5-Motor ist soweit jetzt zusammen. S5 sozusagen. S5, was habe ich gesagt? A5. Also ist ja ein A5, aber wird ein S5, genau. Also 3 Liter Kompressormotor, 333 PS, wie er auch im S4 ist, ist jetzt soweit komplettiert. Jetzt geht es noch darum, Getriebe anzupassen. Und dann wird der Kumpel, denke ich, auch in den nächsten, naja, Tagen, nee, aber in den nächsten 1 bis 2 Wochen dann reinmarschieren. Anzupassen, weil das ein Schaltgetriebe wird, ne? Ja. War ja vorher Automat. Ja, ja. So, jetzt müssen wir bloß mal ganz kurz gucken. Wir gehen jetzt an den Motor ran. Also, nicht, dass ihr denkt, der Sven hier ist total unvorbereitet. Könnt ihr denken, ist tatsächlich so. Ist, ich muss ehrlich gestehen, es ist für mich jetzt auch mal wieder ungewohnt, vor der Kamera rumzurennen. Ist eine Weile her, ja. Ja, ist ein ganzes Stück her. Wir haben trotzdem zwischendurch für euch 2, 3 Videos vorgedreht. Wir waren bei 1, 2 Veranstaltungen. Da wird es für euch auch am Sonntag ein schönes Video geben, nämlich zu unserem Golf 8 R600. Wir haben tatsächlich das erste Mal performance-technisch Stempel gesetzt. Oh, 100, 200, eine 7-0 beim Race 1000, halbe Meile, das heißt aus dem Start raus, 800 Meter? 800 Quetsch. 800 Quetschmeter und da stand exakt eine 250. So, ich bin in dem Business, wir bauen das, ich bin jetzt aber die letzten Jahre, muss man ehrlich gestehen, jetzt auch nie der Typ gewesen, der da krass irgendwelche Rennen mitgefahren ist. Ich mag das, ich gucke mir das gern an, fahre auch gern Rundstrecke, aber ich habe mir sagen lassen, das ist eine Ansage, die Geschwindigkeit. Jetzt hast du ja schon alles vorweggenommen für das Video am Sonntag. Nee, das Video am Sonntag, da könnt ihr euch richtig drauf freuen, weil da ist nämlich der Danilo, ihr kennt ihn vielleicht, das ist der Typi mit seinem Porsche R8 damals, jetzt fährt er M2 unter anderem. Man kennt ihn vielleicht auch aus den Videos von den Jungs von Holy Hall oder RD48. Und der Adam von Race City, die sind mit an Bord und ich kann euch schon mal sagen, das ist ein ultra geiles Video, das ist ein schönes Sonntagsvideo. Und einen Thomas hast du vergessen. Und einen Thomas, natürlich. Der Thomas, der alle überrascht hat. Es geht auf jeden Fall um Bargeld, das kann ich euch schon mal sagen. Und es gibt auf jeden Fall einen, der hat sich versucht, aus der ganzen Nummer irgendwie rauszustibitzen. Gar nicht zu viel vorweg. Sonntag kommt auf jeden Fall ein cooles Video. Zurück zum Thema. Wir waren natürlich trotzdem in der Zeit jetzt nie untätig. Weil wir gerade S4 sagten, haben wir hier einen klassischen Motorschaden, einen klassischen Steuerkettenschaden von einem Audi S4 B7. Kann man, denke ich, ganz gut erkennen. 2 Vierzylinderköpfe sagt uns, wir haben einen V8. Komm gern mal ran. Was man auch gut erkennen kann. 20-Ventilkopf. Guck mal hier drüben rein. Genau, also wie du es schon gesagt hast, ähnlich vom Aufbau her wie ein E8T. Das sind in dem Falle unsere Einlassventile, die 3 Stück und die 2 Stück sind unsere Auslassventile. Hintergrund folgender, man hat das damals so gebaut, auch beim E8T. Wichtig und entscheidend ist halt immer nur, dass der Gesamtquerschnitt von den Einlassventilen im Idealfall größer ist als der von den Auslassventilen. Na? Das heißt, das ist einer der besonderen Motoren, wo man sagt, hier sind die Einlassventile tatsächlich kleiner.
als die Auslassventile. So, aber was auf jeden Fall richtig, richtig spannend ist, lass uns mal hier rüber an den Block gehen. Das war der, wo die Kette gehuppt ist, ne? Ja, Kette gesprungen und Laufschienen gebrochen. Ich mache uns mal ein kleines bisschen Platz hier. So, komm mal her. Was wir auf jeden Fall sehen können, wir haben jetzt hier einen BFH-Motor. Was, BFH? BHF, mein Fehler. BFH wäre mein Motor. Was, BFH hast du im R32 oder was? Mhm. Nee, das ist ein BHF. Guck mal hier oben. Kannst du das hier filmen? Kriegst du das irgendwie mit drauf? Also rein, man muss dazu sagen, rein in der Theorie war es eigentlich unser Ansehen, die Köpfe runterzubauen und die zwei Zylinderköpfe instand zu setzen, neue Kopfdichtung, Köpfe neu machen, Steuerkettentrieb neu. Aber das hier darf so nie sein. Hast du eine Erklärung, wo das herkommen könnte, Philipp? Hat dort irgendwas drin herumgetanzt? Nee. Naja, das ist total interessant. Also ich kann dir sagen, das ist von einem Einlassventil. Dort drüben? Ja. Ach so, weil die krumm sind und dann dort genau, drüben? Aha. Weil die krumm sind. Und wir haben riesengroßes Glück. Der Kunde hat das Auto laut seiner Aussage abends in der Garage abgestellt, hat das nächsten Tag anmachen wollen, wollte losfahren und beim Anmachen gab es ein Klacken und dann gab es bloß noch ein Klar, logisch, wir haben keine Kompression mehr. Die Kunden, mit denen ich solche Gespräche habe, die wissen das. Wenn ich dann da sitze und sage, hey, pass mal auf, klar, es ist aber du hast Glück im Unglück gehabt. Jetzt stell dir vor, du fährst auf der Autobahn bei 4.000, 5.000 Umdrehungen, gibst gerade schön Flamme und dann passiert das. Was denkst du, was mit dem Wind hier passiert? Die stecken hier überall drin. Ne? In dem Falle ist es hier oben so, dass du jetzt sagst, mit Bearbeiten des Blockes, mit Planen, mit Nachholen kriegt man das ganze Thema wieder gerettet. Aber spannend, ne? In dem Falle ist es trotzdem, dadurch muss man auch sagen, dass es für den Motor nichts auf dem freien Markt gibt und alles nur bei Audi und teilweise sogar Audi-Tradition. Wenn das Auto ist jetzt was, 20 Jahre alt, geht das eben richtig ins Geld. Also nur für euch fürs Gefühl, ein Ventil und wir haben 40. Ein Ventil kostet 40,37 Euro netto, zuzüglich Umsatzsteuer. Das heißt, wir sind pro Ventil bei 50 Euro knapp. Ich runde jetzt mal auf. Und das kannst du ja mal fortrechnen. Das ist echt spannend, ne? Gut, das auf jeden Fall zu dem Thema. Ich denke, wenn wir den Motor montieren, wird es sicherlich ein Video dazu geben. Ansonsten rutschen wir weiter. Hier können wir sagen, Auto ist aktuell da. 3.0 TDI. Kompressor ist auch da. 3.0 TDI-Check. Ansaugtrakt typisch verguckt. Steuerkette ist auch noch mit dazu. Mega lustige Story. Ich mit der Kundin telefoniert nach der Anfrage. Und das ist ja immer... Ist ja immer schwierig. Am Telefon kannst du ja eigentlich keine klare Diagnose machen. So, das heißt, ich frage nach und hole mir natürlich ein bisschen Input eben auch von euch. Ja? Und ich fragte die Kunde, naja, die Geräusche früh beim Starten, kannst du es in Sekunden abschätzen, wie lange das dauert? Die Aussage war, naja, bis zur dritten Ampel. So. War ein bisschen niedlich, muss man ehrlich gestehen. Ja. Spannend, aber Auto ist jetzt da, wir haben es heute zweimal im Kalten angemacht, einmal heute früh ganz bei Zeiten und jetzt vorhin gerade nochmal, Steuerkette ist durch und da können wir eigentlich auch direkt zum nächsten Thema wechseln. Steuerkette, Single Turbo, 245 PS. 245 PS. Wir haben es ja schon ein paar Mal in den Videos thematisiert, bei uns bleibt der Motor an sich drin. Getriebe kommt raus, Steuergehäuse hinten kommt ab. Ich denke, ihr könnt das ganz gut sehen. Ventildeckel müssen runter. Hier oben haben wir sozusagen das Kettenrad. Die Kette läuft hier drüber. Das heißt, wir müssen hier hinten den Deckel abmachen. Hinten komplett den Deckel, Ventildeckel immer freibauen. Also es ist halt wirklich einfach Arbeit. So, ansonsten, damit wir hier die A6-Runde weiterziehen. Hier hinten ist einmal, jetzt müsste ich kurz überlegen, welcher Auftrag das ist. Also A6 ist echt spannend momentan, ne? Das ist alles A6 hier, ja. Ich kann dir auch sagen, wie die nächsten Wochen aussehen. Aber man muss ehrlich sagen, Freunde, man muss ehrlich sagen, letzte Woche war es soweit, wir hatten den ersten Audi A6 da, der zum Check da war und tipptopp durchgelaufen ist, wo nichts war. Ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Jahr doch nochmal passiert. Aber der hat das Auto erst gekauft, ne? Das heißt, du weißt ja nie, ob dort irgendwie schon mal was gemacht wurde. Dort wurde an dem Ansaugtrakt schon mal was gemacht und wir haben gesehen, dass Dichtmasse an dem AGR-Rohr ist. Das Rohr, was quasi dann hier hochkommt, da war Dichtmasse zu sehen. Warum auch immer man dort Dichtmasse hinmacht, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall war dort schon mal jemand dran, aber für den Kunden hat es mich mega cool gefreut oder mega krass gefreut. Und beste Grüße gehen übrigens raus an die zwei Dudes, die hier waren. Der eine war übrigens so chefisch, der hat sich extra einen Schnuzi rasiert für einen Julian. Das war ein Julian-Fan, ein Magnum-Fan. Geil. Ne? Und Magnum war schon im Feierabend.
Ja, ansonsten hier hinten gibt es einmal Ansaugtrakt, Ventildeckeldichtung, Injektoren, Partikelfilter, riesengroßes Thema. Das Auto besitzen wir jetzt bei uns hier aktuell auf dem Hof seit nunmehr über 5 Wochen. So, jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich Gedanken machen und sagen, ja, weil die Jungs das einfach nie geschissen kriegen, können wir wegstreichen. Ihr könnt euch sicher sein, was bei uns angenommen wird, wird ordentlich geplant und hintereinander weg abgearbeitet. Vor allen Dingen Sachen, die jetzt überschaubar sind. Problem hier ist folgendes. Das ist ein 3.0B TDI und jetzt bitte alle A6-Fahrer aufgepasst und zugehört. 3.0B TDI, 320, 326 PS, Euro 6 Diesel. Komm mal mit. Eure Partikelfilter sitzen unterm Auto, ja? Das heißt, die sehen so aus. Der hängt unterm Auto. Und bei den Euro 6 Dieseln, da haben wir schon mal ein Video zu gemacht. Dort gibt es die ein oder anderen Probleme, was das Thema AGR-Rate, was das Thema Harnstoffeinspritzung, also AdBlue, Abgasnachbehandlung anbetrifft. Software-Update. Die Partikelfilter bilden fast ausschließlich alle. Und das kann ich Stand heute mit großer Sicherheit sagen. Risse. In dem Moment, wo wir eine Rissbildung in diesen Partikelfiltern haben, lauft ihr Gefahr, dass ihr eure Abgasuntersuchung seit 1.7. letzten Jahres mit Partikelmessung nicht mehr besteht. Fragt mich bitte nicht, wieso, weshalb, warum. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja? Wir machen ein Software-Update bei einem Auto, weil wir Scheiße gemacht haben. Ich drücke es jetzt einfach mal so aus. Danach gehen reihenweise unsere Partikelfilter kaputt. Und die Kunden bestehen ihre Abgasuntersuchung nicht mehr. So, jetzt denkt sich jeder wahrscheinlich, ja, du, habe ich schon mal gehört, da gibt es die Firma, baue ich aus, lassen reinigen. Ein, was kann ich euch sagen, die Firmen reinigen diese Partikelfilter nicht mehr. Weil aus rechtlicher Sicht die Firmen komplett in der Haftung hängen und einen defekten Partikelfilter nicht reinigen dürfen. Das heißt, ihr habt Risse in eurem Partikelfilter, die reinigen den. Und ihr müsst euch vorstellen, hier sind ja wie ganz viele, komm gerne mal ran hier. Hier sind ja wie ganz viele kleine Zellen dran. Das heißt, hier kommt unser Abgas rein, das ist schön schmutzig, sind wir uns einig. Brauchen wir nicht nochmal auswerten, das Thema. Und dann haben wir hier wie kleine Kammern drin, die immer so aussehen. So, zack, zack, zack. Und hier beladen wir unseren Ruß und unsere Aschemasse. In dem Moment, wo wir eine Regeneration über unser Motorsteuergerät anfordern oder das Motorsteuergerät selber das Thema anfordert, passiert Folgendes. Wir haben eine Nacheinspritzung. Wir spritzen sozusagen Kraftstoff hier rein. Der ganze Suff hier drinne wird irgendwie flüssig gemacht. Es werden heiße Temperaturen hinterhergeschoben und wir komprimieren das. Das heißt, das, was einmal bis oben voll ist, wird quasi komprimiert auf den Bereich hier hinten. Jetzt haben wir aber Risse hier drin. In dem Moment, wo die Firma den Partikelfilter reinigt gegen den Strom, spülen wir alles hier raus und legen die Risse frei. Das heißt, danach habt ihr das Problem, wenn ihr dann zur AU geht, sind die Risse freigelegt und die ganzen Partikel marschieren mit durch. Und alle Euro 6 Diesel, 3 Liter Euro 6 Diesel, die wir in den letzten 3 Monaten hatten, haben exakt dieses Problem gehabt. Keine einzige Ausnahme. So, und wenn ihr denkt jetzt, warum baut denn der Sven das jetzt schon wieder so auf? Weil ich schon wieder so eine Krawatte kriege. Der Philipp hinter der Kamera, der hat das mitgekriegt, wie ich im Büro oben im Dreieck gesprungen bin. Wir sitzen hier und müssen euch das ganze Thema erklären oder möchten euch das Thema erklären. So, ihr braucht euer Auto wieder und ich sage, hey, pass auf, wir haben folgende Herausforderung, mache ich jetzt ganz offen und ehrlich, reinigen geht nicht, wir können das Ding leer machen oder wir können für 3.000 Euro einen neuen bestellen. So, jetzt könnt ihr dreimal raten, wo es den neuen Partikelfilter gibt, den gibt es exakt bei einem Hersteller. Und das ist original. So, und wer jetzt von A bis C denken kann, ich habe gerade eben gesagt, dass das Auto uns jetzt schon über mehrere Wochen hier begleitet und draußen rumsteht, der wird sich vorstellen können, dass wir das Problem haben, keinen Partikelfilter zu bekommen. Das heißt, wir haben einen Partikelfilter, wir haben uns mit dem Kunden darauf verständigt. Okay, pass auf, ich gebe die 3.000 Euro für das Scheißding aus. Ich sage dem Kunden, alles klar, oder in dem Falle der Robert, sagt dem Kunden, alles klar, geht los, wir geben Vollgas, ich drücke drauf, push the button, Feuer frei. Gehen davon aus, sollte nächste Woche da sein. Das ist 4 Wochen her. Und wir haben immer noch keinen neuen. Ihr seht, das ist immer noch der alte Partikelfilter. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal angerufen und da hieß es nur, es kann keiner sagen, ob es in 3 Wochen kommt, ob es in 3 Monaten kommt oder ob es irgendwann überhaupt kommt. Mhm. Warst du bei dem letzten Telefonat dabei, wo ich oben mit denen telefoniert habe? Mhm. Da habe ich den Leuten dann auch mitgeteilt, dass der Kunde not amused ist. Klar können die nicht dafür, aber mal ganz im Ernst, ohne Scheiß jetzt, wirklich, Butter bei die Fische.
Wir machen eine scheiß Software auf das Auto. Okay, war die günstigste Lösung. Musste gemacht werden, die Lösung, damit die Autos weiterfahren dürfen. Okay, kann alles passieren. Aber wenn ich doch merke, und du kannst mir nicht sagen, dass die Hersteller nicht merken, was im Feld draußen los ist. Die haben doch die Autos in ihren eigenen Werkstätten mit drin. Dann muss ich das doch auf die Kette kriegen, diese scheiß Partikelfilter herzustellen und mir nicht dann zu sagen, naja, mit Nachdruck, vielleicht könnte es Ende November kommen, Anfang Dezember, aber nichts Verbindliches. Wir haben jetzt was? September? Das Auto ist Ende August zu uns gekommen. September, Oktober, November, das sind 3 Monate. Und das ist noch nicht mal sicher. Soll der Kunde sein Auto 3 Monate stehen lassen? Ich meine, wir sind uns doch alle einig, jeder braucht doch sein Auto, um tagtäglich seine Wege zu bestreiten. Unser Leben ist immer voller geworden, wir haben immer mehr Verpflichtung, immer mehr Verantwortung in sämtlichsten Bereichen. Du kannst doch keinem Kunden erzählen, ja, dann bleibt dein Auto halt jetzt 6 Monate hier stehen. Der brennt mir hier die Bude an. Weißt du, wer das Rindvieh ist? Wir. Die negative Google-Bewertung kassieren wir. Ohne, dass jemand den Hintergrund kennt. Spannendes Thema. Wirklich spannendes Thema. So, und jetzt, was machst du denn? Mal ganz im Ernst, was würdest du jetzt machen, Philipp, in dem Moment? Hochgradig illegal draußen rumfahren oder das Auto stehen lassen? Das Auto stehen lassen. Ach, komm, hör auf, mir irgendwas vom Fisch zu erzählen. Ne, weiterfahren ist ja auch keine Option. Wenn ich so weiterfahre, geht im schlimmsten Fall noch der Ladeschrott. Na, so kannst du, also ich gebe es so nie raus. Na, also für euch, ne, wenn wir hier einen Differenzdruck schon über den Partikelfilter von, in dem Falle war es wirklich viel, waren es knapp 600 Millibar im Teillastbereich im dritten Gang haben. Die eine Firma, die es reinigt, will es nie reinigen, weil sie sich rechtlich dort irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Hersteller kann nie liefern und der Kunde will seine Scheißkarre wieder haben. Das war ganz schön viel Scheiß schon. Das ist mir doch egal jetzt. Aber es ist doch so. Was hast du denn für eine Option? Und jetzt erzähl du mir bitte nicht, dass du dein Auto ein Viertel, dein Audi A6, dass du den ein Viertel halbes Jahr stehen lassen willst. Du hast übrigens auch noch 2 Kinder dazu. Und die Mutti will immer ein Eis essen gehen. Dann ist schon wieder blöd. Kaufst du dir dann ein Lastenfahrrad, oder? Fährst du jetzt im Herbst mit dem Fahrrad draußen rum? Ja. Ach, komm, hör auf. Kurzum, ich denke, ihr habt das Thema verstanden. Ist ein riesengroßes, spannendes Thema. Risiko, wie der Philipp das gerade schon gesagt hat, weiterfahren kannst du so nicht, weil das Problem ist, dass einfach kapitale Motorschäden drohen. Können wir auch ein Lied von singen. Bestes Beispiel sind die 2 Kunden im letzten halben Jahr, die 3-mal ihren 3.0 TDI-Check verschoben haben und dann beim 4. Anlauf, der eine beim 4., der andere beim 3. Anlauf, auf dem Weg hierher das Ding auf der Autobahn eben einfach flöten gegangen ist. Versteht mich nicht falsch, ich habe das schon ganz oft gesagt, das sind mega schöne Autos und wir kriegen nur einen Bruchteil davon ab, von der Menge an Autos, die draußen rumfahren. Okay? Also bitte jetzt nicht morgen alle das Auto verkaufen wollen, das ist völliger Käse, aber guckt einfach drauf, dass ihr dort einfach wirklich hinterher seid. Ansaugtrakt, ich meine, wir gehen ja schon offen mit den Thematiken um. Wir teilen das ja mit allen. Wir können ja eh nicht alles abfertigen, auch alle Anfragen, die wir haben. Ich schicke ganz viele auch zu anderen Werkstätten, die bei denen in der Region sind. Ansaugtrakt, Injektoren, Partikelfilter. Die wichtigsten 3 Punkte, wenn du dort rangehst, läuft das. Im Idealfall machst du noch eine Software mit, die nie legal ist. Dafür mache ich jetzt auch keine Werbung. Jetzt muss ich mich rechtlich wieder absichern. Das heißt, man könnte im Motorsportbereich quasi eine Software auf so einen 3 Liter Diesel machen, dass man mit einer veränderten AGR-Rate fährt. Hast du dich wieder beruhigt jetzt? Ich muss mich nie beruhigen. Ich war ja noch gar nicht aufgewühlt. Oder hatte ich schon wieder einen roten Kopf? Nee, es war schon das eine oder andere Mal das eine Wort dabei, was wir immer wieder wegschneiden müssen. Ist halt so. So, ansonsten, wer denkt, wir machen hier nur Schickimicki-Kram, wir machen auch Reifen. Aha. Und nein, wir machen, also wirklich, ganz im Ernst, nicht falsch verstehen, das ist jetzt hier wirklich einfach nur Winterbereifung für unseren Sicherheitsdienst, für den SWD. Ansonsten Reifenthema, Reifengeschäft bei uns wirklich ein Thema. Haben wir, klingt jetzt doof, aber haben wir gar keine Kapazität dazu. Wozu haben wir denn da die geile Maschine? Die geile RAF-Maschine dort hinten, na die haben wir wiederum für Räder, zeige ich dir gleich hier draußen. Und wollen wir jetzt durch den Regen gehen? Ach klar, los, komm, wir gehen. Hier übrigens dazu auch noch genau der gleiche Motor, wie in dem S4 drin ist. Und genau exakt der gleiche Schaden. Beide Autos, also manchmal sind wirklich die Zufälle so dumm. Beide Autos kamen gleichzeitig innerhalb von einer Woche mit dem exakt gleichen Schaden zu uns. A6, A4, 2.0 TSI zur Diagnose da. Audi A3 Sportback ist morgen Auslieferung. Dort haben wir eine komplette Motorref gemacht. Und noch eine Stufe 1 mit dazu. Ansonsten muss ich sagen, finde ich persönlich übrigens, nur mal so am Rande, ist ein sehr gelungenes Auto. Finde ich auch geil. Also ich finde die komplette, auch mit den dunklen Scheinwerfern, ich finde die komplette Linienführung hier vorne, da hat sich wirklich einer richtig Mühe gegeben an seinem Zeichenbrett.
3 Liter Dieselmotorschaden. So, ansonsten, das ist der besagte S4. Hier muss ich jetzt kurz gucken, was das für ein Auto ist. Motorschaden, auch interessant, Gasfahrzeug, ein Erdgasfahrzeug. Für uns auch Neuland, so einen Motor haben wir auch noch nie gemacht. Das heißt, wir mussten uns da jetzt auch erstmal ein bisschen rantasten. Kolbenschaden auf Zylinder 4, aber passt mal auf, Leute, mega interessant, wenn wir bei einem 2 Liter TSI davon reden, dass wir uns in einem Verdichtungs- oder bei einem Kompressionsdruck zwischen, ich sag jetzt mal, 10 bis 13 Bar im Durchschnitt bei gelaufenen Motoren bewegen, haben wir hier einen Kompressionsdruck von ca. 19, 20 Bar bei einem Gasfahrzeug. Ist interessant, oder? Gibt es übrigens keine Reparaturmöglichkeit, gibt es keine Kolben, gibt es nur Original. So, ansonsten hier hinten, ach, hier hinten, guck mal, hier haben wir einen 1.8R jetzt. Da kommt aber auch noch ein Video, das kann ich schon mal anteasern. Da sind wir jetzt tatsächlich, auch wenn das mit ein bisschen Verzögerung passiert, jetzt die ganze Thematik, sind wir jetzt gutachtentechnisch endlich auf Stand und können jetzt endlich die R510, die R600 Sachen ganz offiziell anbieten. Ist jetzt auch das erste Auto, was schon angeliefert ist für einen R510er Umbau. Gibt übrigens noch ein KW-Variante 3 dazu. Ansonsten, meine Freunde, ihr seht den Container, ihr kennt den Container vielleicht von der Late Night und ihr wisst, wer bei der Late Night in dem Container drin war, nämlich der liebe Luke von Haarspeed. So, ihr seht das Video jetzt Freitagvormittag, Freitagmorgen, Freitag über den Tag. Morgen am Samstag, den 28. 28. Macht der Luke hier in seinem Container und ich glaube in dem Container hier hinten ein Open Showroom Day. Das heißt, ihr könnt euch dort vor Ort hier bei uns, die Shift, also nicht bei uns, sondern beim Lukas, ob von uns jemand da ist, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich, wie immer, könnt ihr euch wirklich die Pinöppels vom Lukas mal angucken. Die Shifter und wer jetzt keinen Bock auf den Shifter hat, der Lukas hat auch noch ganz, ganz viele andere Sachen in seinem Portfolio. Kommt einfach vorbei. Ich denke, der Lukas freut sich. Ich würde sagen, wir tun mal die Veranstaltung vom Lukas hier risch sprengen. Ich denke, das Wetter soll wieder besser werden am Samstag. Soll besser werden? Ich glaube, der Lukas rechnet so mit 50 Leuten. Ich denke, das haben wir genau jetzt in dem Moment gekippt. Ja, ansonsten, ja gut, du, mehr gibt's jetzt hier nicht zu sagen, oder? Nein, gehen wir wieder Richtung Trocken, hä? Gehen wir wieder Richtung Trocken. Ich sag einfach mal danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Schön, dass wir wieder frische Videos für euch drehen. Seid gespannt, in den folgenden Wochen kommen viele interessante Informationen. Weihnachtsmarkt, erster Anschnitt, Weihnachtsmarkt. 7.12. könnt ihr euch schon mal einen Kalender eintragen. Der alljährliche Motormafia-Weihnachtsmarkt wird am 7.12. 16 Uhr hier stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten Videos. Und an dieser Stelle sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Zwent.